So, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Kid Icarus Uprising. Im letzten Part ist unverhofft die Göttin der Natur Viridi aufgetaucht und hat einfach mal die halbe Menschheit ausgelöscht. Mal schauen. Außerdem hat sie uns ihren Sklaven, dem Fiespelz, auf den Hals gehetzt und jetzt hat sie eine weitere Bombe gezündet, mit der sie abermals die halbe Weltbevölkerung auslöschen will oder ein halbes Dorf oder eine halbe Stadt sogar fast. Also schauen wir uns mal an, was im Nullbomben-Terror so abgeht. Das klingt schon mal vielversprechend nach einer großen Explosion. Aber mal gucken, was so abgeht, ne? Naja, rück mal aus, Pit, rück mal aus. So ist es gut. Da sind auch wieder die Metroids unterwegs. Das ist ja auch schön und gut, ne? Ist ja auch schön und gut. Naja, irgendwie hat sich Viridi aus irgendwelchen Gründen auf Hades Seite gestellt. Oder, ja, was heißt auf Hades Seite gestellt? Die stehen ja gar nicht so unbedingt auf einer Seite, aber irgendwie statt uns zu helfen, ist sie halt irgendwie unabhängig. Ich meine, sie ist dafür, dass die Menschheit ausgelöscht wird, aber irgendwie auch nie nach Hades Plänen. Weil Hades will wahrscheinlich auch die ganze Natur auslöschen, alles Leben auslöschen, also auch alle Bäume und Co. Aber Viridi halt eigentlich nur die Menschheit, weil sie die Natur zerstört. Ich meine, auf irgendeine gewisse Weise hat sie ja irgendwie recht, aber ob man da so brutal vorgehen muss, weiß ich jetzt nun nicht. Das weiß ich jetzt nun nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht ganz so mitbekommen, was da unten steht. Das bekomme ich eh nie mit, aber irgendwas, ich glaube, Hades und Viridi kämpfen miteinander. Mal gucken. Ich werde mir wahrscheinlich die Parts, wie gesagt, eh nochmal alle im Nachhinein anschauen, um zu sehen, was hier passiert. Dort ist die Nullbombe, okay. Na, dann müssen wir sie aufhalten. Das Bämmchen, wa? Dann müssen wir das Bämmchen mal aufhalten. Besser ist es. Statt hier sinnlos rumzusitzen, halten wir mal lieber die Bomben auf, nü? Hoffen wir zumindest, dass wir das hinkriegen. Und wenn nicht, dann, naja, dann ist halt wieder eine halbe Weltbevölkerung ausgelöscht. Ein halber Kontinent ausgelöscht oder so. Aber was soll's, ne? Ist dann halt so. Nee. Wir geben uns schon Mühe, dass wir hier öffentlich auslöschen können. Oh Gott. Ja, eine sehr natürliche Bombe. Kann ich die einfach aufhalten? Ah, ich fliege einfach vorne dran. Das ist auch eine gute Idee, ja. Bestimmt eine ganz gute Idee. Ah, okay. Ich sehe, was zu tun ist. Die grünen Pünktchen abschießen. Es ist ein Shooting Game. Ja, es ist ein Shooting Game Pit, was in dem wir uns hier befinden. Ob du es erfasst hast oder noch nicht. Ey, ihr seid doch sonst so schlau und übernatürliche Wesen. Das solltet ihr auch festgestellt haben, oder? Dass ihr hier in einem Shooting Game seid, quasi. Na gut. Aber egal. Wo ist denn hier noch? Da ist noch ein Punkt. Ein Pünktchen. Okay. Und jetzt können wir auf die Mitte und sie explodieren lassen. Ja, wunderbar. Weg mit der Bombe. Die Bombe muss platzen. Oder die Bombe muss weg. Sagen wir es mal so. Blase muss platzen, die Blase muss platzen, die Bombe muss weg, die Bombe muss weg. Wie auch immer. Passt schon. Passt schön. So, jetzt müssen wir bestimmt in diesem Level Viridi besiegen, oder? Kann das sein? Nachdem wir beim letzten Mal Fiesfels besiegen mussten, ist doch jetzt Viridi selber dran, oder? Oder schließt sie sich uns doch an? Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Es ist wie gesagt schon ein Weilchen her, ne? Aber wahrscheinlich, es wird sinnvoll sein, Viridi zu zerstören, damit sie nicht die ganze Zeit Bomben zünden kann. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn, oder? Wenn Viridi einfach tot wäre oder halt zumindest außer Gefecht gesetzt wurde, dann dürfte sie ja nicht mehr ihre Bomben zünden können. Was aber auch, es sieht ein bisschen aus wie aus Mario Galaxy genommen. Aber es ist ein schöner Ort, muss ich sagen. Also der gefällt mir. Der Ort sieht sehr schön aus. Können wir hier landen, bitte? Hier würde ich gerne landen, wenn es möglich wäre. Is a possibility there? No? Okay. Oder wir landen auf dem Blatt gleich. Das kann natürlich durchaus sein. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe... Es ist schon welchen her, dass ich bis hierhin überhaupt gespielt habe. Gut, ich glaube, ich habe damals auf dem Kanal von Games Motion bis Part 15 gespielt. Da wären ja nur noch 10 Parts gekommen, da mal so, ne? Aber irgendwie hatte ich dann zwischendurch keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich dann zig andere Projekte hatte und dann war es halt so, ne? Und dann war es halt so. Ah ja, okay, wir können jetzt landen. Ja, wunderbar. Sieht das denn auch so schön aus wenigstens? Sieht das denn weiterhin so schön aus?
Ich weiß es nicht, aber ich hoffe doch. Ich hoffe doch sehr, dass es weiterhin. Ja, das sieht schon schön aus, ne? Kann man schon annehmen, ne? Kann man schon annehmen, wie das hier aussieht. Nehme ich an, akzeptiere ich. Sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus wie aus der Luft gegriffen, aber okay. Aber okay, ne? Kann ja auch nicht alles so schön sein, ne? Und dass hier ein Bombendepot ist, sollte das vielleicht auch gar nicht so schön sein. Sollte vielleicht gar nicht so schön aussehen, ne? Ja, wir sollten auf Abstand bleiben, ne? Bei der Bombe. Also bei Bomben sollten wir generell auf Abstand bleiben, wenn wir die beschießen. Glaube ich mal. Glaube ich das Allerbeste. Oder wir rennen einfach genau hinein. Das geht natürlich auch. Einfach reinrennen, ne? Einfach reinrennen geht auch immer. Kann man auch mal machen. So, hier haben wir wieder ein schönes Gefährt, einen schönen Kampfroboter. Nehmen wir gerne in Kauf und nehmen wir gerne mit, ne? Nehmen wir doch gerne mit. Einen schönen Kampfroboter. Ah, der kann auch die Gegner hier einfach mal wegschleudern, als wenn sie nichts wären, sagte ich. Und da landen wir auf dem Boden. Na egal. Müssen wir wahrscheinlich eh hier unten landen, ne? Müssen ja wahrscheinlich eh hier unten landen. Also von daher, alles halb so wild. Alles halb so wild. Ah, besiegen erstmal das Viech, das große Viech hier an der, im Himmel. Das soll erstmal zerstört werden. Und dann gehen wir nämlich auch weiter. Da gehen wir auch weiter, meine Freunde. Und nicht Freunde. Das muss aber reichen für den Roboter. Leider kann ich dich hier nicht mit benutzen. Leider kann ich mit dir nicht hier hochspringen. Schade eigentlich, oder? Schade eigentlich. Dass das nicht geht. Ich zerstöre das einfach mal. Wird schon nicht ganz verkehrt sein, tendenziell. Tendenziell wird das schon nicht ganz verkehrt sein, diese Bombenfragmente zu zerstören. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Nehme ich jetzt einfach mal so hin, wie es ist, ne? Ja, da kann man nämlich die Gegner einfacher zerstören. Ach, so ist das. So ist das. Das muss man natürlich wissen, ne? Damit kann man die Gegner ganz gut zerstören. Wenn man das dann erstmal weiß, dann ist das ja gar kein Klacks. Dann ist das ja ein Klacks. Dann ist das ja gar kein Problem mehr. Ih, was bist du denn? Clayface oder was? Ih, hässlich. Okay. Muss die dreimal außer Gefecht nehmen? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ach, ich habe keine Ahnung. Probier es einfach mal. Ja, dreimal, echt. Na gut. Auch wenn ich nicht weiß, was das für eine komische Art von Gegner war. Clayface oder so. Scheint es mir gewesen zu sein. So ähnlich. Zumindest. Im Batman-Universum, auch wenn wir hier im Kid Icarus-Universum sind, aber es war einfach 1:1 Clayface, das seht ihr doch auch. Ja, ich sollte die Wände nicht berühren, das ist nur eine gute Idee. Hätte ich vielleicht mal eher mir überlegen können, ne? Oder weißt was, wo kam das denn? Was eine Sau. Na gut. Aber okay. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Muss ich ja wohl. Dass ich hier einfach mal außer Gefecht gesetzt wurde. So, wo geht's denn weiter? Da geht's weiter. Ja, Gegner, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ich gehe weiter und du tust mir nichts. Machen wir das so? Machen wir so, ne? Gut, danke. Ich wollte gerade sagen, ich möchte eigentlich ungern in Nähe der Bombe sein, wenn sie explodiert, aber okay. Aber okay. Ist jetzt halt so. Ist jetzt halt so, wie es ist, ne? Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Oh, sag mal. Wo muss ich denn überhaupt? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber es war schon mal irgendwie die richtige Richtung oder auch nicht. Hä? Keine Ahnung. Ja, folgen wir dem Weg hier mal. Und dann scheint das hier der richtige Ort zu sein, genau. Immer wieder einen kleinen Großfels. Es ist nicht Fiesfels, aber es ist ein Fels, ne? Zerstören wir den einfach mal. Wird schon nicht ganz verkehrt sein. Wir sind ja eh hier. Immer wenn eine lila an der Wand kommt, wissen wir doch, was das heißt. Alle Gegner zerstören. Von daher einfach mal machen. Ne? Einfach mal machen, statt immer zu labern. So, von wo kommt noch einer? Da kommt noch einer. Hallo, wo sind hier noch Gegner? Ich sehe gerade keinen. Boah. Ich glaub mir echt, das ist irgendein unsichtbarer Gegner hier.
den wir einfach random ballern müssen. Nee, alles gut. Alles gut, der wollte nun ewig nicht erscheinen. Weiß nicht, warum er sich so zickig hatte, aber er hatte sich halt zickig, ne? Er hatte sich halt ein bisschen zickig. Aber okay. Fahren wir hinab in den... in die Fabrik hinein, in die Bombenfabrik, nehme ich an. Keine Ahnung, was uns da unten... was da unten auf sich warten lässt, aber... was Gutes wird wohl nicht sein. Gutes wird es wohl nicht sein, tendenziell, aber mal gucken, ne? Aber die bekriegen sich, ne? Die Unterweltarmee und die Naturarmee hier, die... wahrscheinlich scheint das auch unten irgendwie. Sie haben ja irgendwie gemeinsame Ziele, aber auch irgendwie nicht. Zumindest was, was die Art des Ziels angeht, vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, aber... Naja, müssen die ja wissen, ne? Müssen die ja wissen, ich feitle einfach beide Pläne. Ups, Entschuldigung, feitle einfach beide Pläne und dann können sie mich beide mal. So einfach ist das. Ja, ich bin der Eindringling, ist klar. Aber sich mit Hades verbinden. Ja, ja. Mir auch so eine. Du bist mir auch so eine. Du bist mir auch so eine, Viridi, ey. Mit Hades verbinden, aber mich aufhalten wollen. Na gut. Aber okay. Muss ich jetzt halt so hinnehmen, ne? Muss ich jetzt halt so hinnehmen. Akzeptiere ich halt auch so. Dann eben. Den besiegen muss ich eigentlich nicht, oder? Schien mir sehr unnötig, gerade den zu besiegen. Erschien mir gerade doch etwas unnötig. Von daher machen wir einfach mal hier weiter. Und lassen uns überraschen, wie es weitergeht, ne? Lassen uns überraschen. Aber es scheint ja schon mal ganz richtig zu sein, was ich hier mache, ne? Ja, oh Gott. Ein Riesengegner. Solche Riesengegner, das sind ja meine Lieblinge, ne? Solche Riesenbabys, die mag ich ja unfassbar gerne. Oh. Ja, ja, Riesenbaby. Hab verstanden. Machen wir erstmal seine Kumpanie platt. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Erstmal die Kumpanie platt zu machen. Ja, ja. Er liegt schon mal wieder auf dem Boden, das ist schon mal sehr vorteilhaft für uns. Och Junge, wie hält der denn aus? Sag mal, so viel darf er auch gar nicht mehr aushalten, oder? So viel kann er auch gar nicht mehr aushalten. Geht doch, meine Fresse, der hat ganz schön viel ausgehalten. Der hat ganz schön viel ausgehalten für seine Größe. Ne, für seine Größe hat er eigentlich... ja doch, schon. Und ganz schön viel. Nicht so schön, aber egal. So, machen wir einfach mal das. Einfach mal explodieren lassen, ne? Immer eine gute Option. Einfach irgendwas explodieren lassen ist immer eine gute Option. Tendenziell. Vor allem ihre eigenen Bomben. Ist generell eine gute Idee, ihre eigenen Bomben explodieren zu lassen. Sprungplatte, okay. Also warum man uns das bringen soll, eine Sprungplatte einfach so zwischendurch zu generieren. Bestimmt ganz, ganz wertvoll, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht. Das Kretending können wir eigentlich mal stehen lassen, oder? Macht ja eigentlich nicht viel. Das macht ja eigentlich nicht viel, wenn man es jetzt nicht gerade selber angreift, ne? Okay, hier ist ein großes Loch im Boden. Och, ich habe keine Lust auf dich, aber ich muss dich wohl besiegen, oder? Na gut, dann besiegen wir dich halt doch. Jetzt reicht's aber auch mal, ne? Jetzt reicht's auch mal. Ja, und dann geht's da runter. Hab verstanden. Na gut. Dann einmal hier. Ah, ne, es geht hoch, okay. Es geht hoch hinaus und nicht weit hinab. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Der Tendenz ist ja nicht verkehrt, wenn's auch mal hoch geht, statt immer nur hinab. So, müsste jetzt nicht langsam mal irgendwie hier Boss gegenkommen. Keine Ahnung. Irgendwie zieht sich das Level ganz schön. Aber okay. Man erwartet ja eigentlich nur zum Boss zu kommen, oder? Also irgendwie, die Erwartungen sind eigentlich immer, dass die Bodenpassage relativ kurz ist, aber die ist dann doch relativ lang. Also ich mag lieber die kürzeren Bodenpassagen, wenn dann der Bosskampf ein bisschen kreativer ist. Aber meistens ist es leider genau andersrum, dass der
dass die Bogenpassagen sehr lang sind und der Bosskampf dann doch relativ schnell abgehakt ist. Naja, egal. Aber lieber so, als dass wir uns langweilen. Als dass wir hier ruckzuck durch sind, das muss ja auch nicht sein. Wir hatten am Anfang viele kurze Parts, von daher dürften es jetzt auch mal längere sein. So ist ja nicht. So ist ja nicht. Ich bin ja gar nicht so dagegen, dass wir hier auch mal ein paar längere Parts haben. Nachdem wir am Anfang wirklich mit sehr kurzen Parts überzeugen konnten. Oder, was sagt ihr dazu? Seht ihr doch auch so, ihr wird doch auch längere Parts haben. Glaubt euch das ja. Glaubt euch das ja. Ist auch richtig. Aber es scheint auch nicht mehr weit weg zu sein bis zum Levelende. Bis zum Boss, sagen wir es mal so. Aber halt, die Bosse sind wirklich schon das Highlight an dem Spiel, muss ich sagen. Also die Bosse gefallen mir persönlich am besten. Ich hätte gern die Frucht hier. Hätte gern die Frucht. Sagte er und nahm sie sich. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur durch die Tür, oder? Ich glaube, wir müssen ja gar nicht die Gegner großartig besiegen, von daher... Ah, hier ist kein Zaubertrank, schade eigentlich, aber egal. Vielleicht wartet der noch. Wir sind eigentlich voll geheilt, also brauche ich gar keinen Zaubertrank. Ein Trank der Götter ist nötig, aber da wäre einer. Na gut, dann auf zum Bosskampf. Der da wäre, ist es Viridi selbst? Ah. Ach, das war so ein Boss. War in sich kein richtiger Boss sozusagen, also kein fleischlicher Boss sozusagen, sondern eher ein, naja, sagen wir mal ein pflanzlicher Boss, ne? Einfach dieser Kern hier. Ist ja auch mal schön. Ist ja auch mal schön, wenn es mal was anderes ist, als immer das Gleiche. Ist ja auch was Schönes, ne? Sag mal. Ich glaube, das ist auch ganz ratsam, die einfach mal entgegen des Kerns zu schicken. Glaube ich ratsam, die einfach mal entgegen des Kerns zu schicken. Und dann einfach den Kern anzugreifen. Ja gut, der Bosskampf war jetzt wirklich unspektakulär, muss ich sagen. Das war bisher der unspektakulärste Bosskampf. Aber immerhin kommen jetzt keine neuen Bomben mehr. Sagen wir es mal so, ne? Immerhin sowas haben wir jetzt erreicht. Na gut. Also dann, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn es ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schisikowski, euer FlassTV. Bye bye!